Heute ist der erste Advent. Trotz Corona werden wir auch in Karst Weihnachten feiern. Und ich freue mich persönlich schon unheimlich darauf. Büttgen und Karst sind inzwischen mit einem wunderschönen Weihnachtsbaum versorgt. Und dafür danke ich ganz recht herzlich unseren Mitarbeitern aus dem Bauhof. Und Ihnen allen eine schöne erste Adventswoche. Wirtschaftsförderung ist Chefsache. Dazu mache ich es. Ab dem 1.1. wechselt der Fachbereich zu mir. Das Team mit Herrn Süßbrich, um Herrn Süßbrich, geht zusammen mit mir den Weg für die Karster Wirtschaft. Denn wir brauchen die Wirtschaft für alle unsere Projekte in der Stadt. Also, was ist zielführender, als die Wirtschaft an den Chef anzugliedern? Und das tun wir. Durch diese Umwechslung bekommt die Wirtschaftsförderung natürlich einen höheren Stellenwert, was mich sehr freut. Und ich denke auch, dass damit Dinge sehr viel schneller und klarer umgesetzt werden können. Die One-Stop-Agency ist ein wunderbarer Gedanke als Beispiel dafür, dass jetzt die Grundlagen geschaffen werden können, dass man eine schnellere, effektivere und verbindlichere Kommunikation mit dem Unternehmen schafft. Übrigens, eins unserer tollen Unternehmen ist sogar bei uns gerade im Haus tätig, die Schreinerei Hermanns. Sie macht unsere neue Infotheke. Leider hat das OVG Münster entschieden, dass wir keinen verkaufsoffenen Sonntag auch in Karst machen können. Das ist natürlich für unsere Geschäfte hier nicht schön. Und wie Sie wissen, bitte kaufen Sie lokal. Aber wir werden einen verkaufsoffenen Abend haben am 11. Dezember bis 22 Uhr. Stützen Sie unsere Wirtschaft! Bürgermeistersprechstunde, die Anliegen der Bürger entgegennehmen und sich damit zu beschäftigen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe der Bürgermeisterin. Und diese Woche hat die erste Bürgermeistersprechstunde stattgefunden. Digital oder telefonisch konnte man mich erreichen, weil es ja wegen Corona nicht anders geht. Eine junge Familie war dabei. Auch sie suchten ein Haus. Und das ist ein allgemeines Problem, dessen wir uns in Karst weiter annehmen müssen. Bezahlbaren Wohnraum für alle. So, ich sage jetzt Tschüss für diese Woche und unser Weihnachtswunschbaum hat noch ein paar Zettel dran und nächste Woche am Samstag von 9 bis 13 Uhr können Sie noch einen bekommen und einem Kind, dem es nicht so gut geht in Karst, eine Freude machen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.